Gräber von Meroe, 5 Kilometer östlich des Nils, im heutigen Sudan. Hier gibt es mehr Pyramiden als im nördlichen Nachbarland Ägypten. Steilwandig, fremd und rätselhaft. Spuren eines versunkenen, vergessenen Reichs. In einer dieser Pyramiden wird er sein Glück machen. Dr. Giuseppe Ferrellini, Militärarzt der türkisch-ägyptischen Armee in Khartoum. Seine Uniform tauscht er gegen das Outfit eines Raubgräbers, ein lukrativeres Geschäft. Die Pyramide der Amani-Schacheto, Königin von Meroe, Gegnerin des Kaisers Augustus. August 18, 1834. Ferrellini stößt auf den Grabschatz der nubischen Herrscherin. Perlen, Edelsteine und Gold. Pures Gold. Schmuck von eigentümlich märchenhafter Schönheit, wie ihn das Abendland noch nicht gesehen hat. Hergestellt zu einer Zeit, als weiter nördlich die ägyptische Königin Kleopatra regierte. Unermesslich wertvoll. Unberührt seit 2 Jahrtausenden. Mit der Pistole in der Hand verteidigt Ferrellini seine Beute vor den Beduinen. Er schafft es, den Nil zu erreichen. Unbehelligt gelangt er bis Kairo, wo er sich nach Europa einschiffen wird. Keiner ahnt, was der italienische Arzt im Gepäck hat. Den Thronschatz der schwarzen Königin. Gold aus den Weiten der nubischen Wüste, das einst Reichtum und Ruhm der Pharaonen am Nil begründete. Seit Napoleons Ägyptenfeldzug waren die europäischen Fürstenhäuser süchtig nach Altertümern aus den Nilländern. Für ein Vermögen kauft der bayerische König Ludwig I. Ferrellini die Hälfte des Schatzes ab. Sie wird im Ägyptischen Museum München aufbewahrt. Das lässt die Preußen nicht ruhen. Friedrich Wilhelm IV. Erwirbt die andere Hälfte. Sie liegt im Ägyptischen Museum Berlin. Der heutige Direktor Dietrich Wildung. Der Schatzfund der Amani-Schacheto kann für den antiken Sudan durchaus die Rolle beanspruchen, die für das alte Ägypten dem Schatzfund des Tutanchamun zukommt. Erstens steht er für den unermesslichen Reichtum dieses alten Landes und zum anderen steht er natürlich auch für das Abenteuer Archäologie. Die Magie des Goldes. Das mythische Metall, das Träume weckt und Begierde. Nicht nur Europas Museen sind reich bestückt mit Funden aus dem Niltal, von Kairo bis Khartoum. Nur ein Bruchteil der glanzvollen Zeugnisse blieb erhalten. Keiner weiß, wie viele unersetzliche Kunstwerke im Laufe der Jahrtausende eingeschmolzen wurden. Woher kamen die Zentner, ja Tonnen von Gold, aus denen all diese Kostbarkeiten hergestellt wurden? Woher stammt das Gold aus der Wüste? Das Gold des Tutanchamun und der Amani-Schacheto? Ein erster Hinweis. Dieses einer Schmuckkette ähnliche Zeichen
ist die altägyptische Hieroglyphe für Gold. Nub. Ist das alte Nubien, der heutige Sudan, das legendäre Goldland der Pharaonen? Das Land voller Wunder, wie Herodot schreibt, in dem die Gefangenen mit Ketten aus purem Gold gefesselt seien? Sind hier die antiken Goldminen verborgen? Wir starten zur Expedition in das sudanesische Gebiet zwischen Nil und Rotem Meer, auf der Jagd nach den Goldbergwerken der alten Ägypter. Denn einer will es genauer wissen, Dietrich Klemm, Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde. Goldexpedition in das Innere der nubischen Wüste. Wir verlassen die Pyramiden von Meroe und fahren gen Norden, Nil abwärts. Die Richtung ist klar, der Weg umstritten. Excuse me, Professor. This way is very bad and wrong way. We must go in for another direction. Yes. No. I think this way here. No. Schwer zu entscheiden, wer recht hat. This one is bad, huh? Yes. Well, I understand. Mit an Bord Klemms GPS, das Global Positioning System, gibt per Satellitenpeilung unsere genaue Position an. Klemm tippt das Ziel ein und bestimmt so die Route. Denn die Karten, sagt er, sind viel zu allgemein und taugen nichts. Wir können jetzt, also diese Strecke, wo wir jetzt hinwollen, können Sie hier in diese Richtung gehen. Nicht? Das ist der nächste Weg. Nicht? Mohammed Hassan vertraut den Markierungen in der Landschaft, der Professor seinem GPS. Weiße Technik gegen schwarze Erfahrung. Das ergibt 6 Stunden Fahrt für 47 Kilometer Luftlinie. Doch dann endlich der Nil. Die Lebensader Sudans und Ägyptens, damals wie heute. Klemm will mit uns auf die andere, die westliche Nilseite, nach Shamkhia. Dort soll sich ein alter Goldbearbeitungsplatz befinden. Diesmal ist sich der Expeditionsleiter sicher. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klemm genießt die kühlende Brise nach der Hitze der Wüste. Erwartet uns dort das afrikanische Eldorado? Werden wir hier, in dieser archaischen Gegend, wohin sich kaum jemals ein Fremder verirrt, auf die Spuren des Pharaonengoldes stoßen? Die Lehmbauten im kleinen Ort Shamkhia schützen vor der gleißenden Sonne. Eine Siedlung wie vor 4000 Jahren. Sieht so ein Eldorado aus? Wir bleiben am Ufer des Nils. Es ist Erntezeit. Der grüne, fruchtbare Streifen ist schmal. Ein sehr begrenztes Band Lebensraum. Gleich dahinter beginnt die unendlich scheinende Wüste. Einsam und karg, trocken und unwegsam. Von hier bis zum Roten Meer. Niemandsland. Nicht nur archäologische Terra incognita. Unerwartet stoßen wir hier plötzlich auf künstlich errichtete Mauern. Auf die Ruinen einer einst mächtigen Festung, direkt am Nilbogen. Klemm hält sie für eine zerfallene Zwingburg des frühchristlichen Königreichs Makuria. Sie ist noch völlig unerforscht. Ein Dorado, zumindest für zukünftige Archäologengenerationen.
Der Geologe findet, wonach er sucht. Im Mauerwerk verbaute Schlackenreste. Der Blick durch die Lupe zeigt kleine Metalleinschlüsse. Das heißt, hier oben wurde einst Metall geschmolzen. Gold? Zu unserer Enttäuschung ist es heute für weitere Untersuchungen zu spät. Vorbei an einer Kamelkarawane geht es zurück ins Lager. Vorher werden per GPS die Koordinaten eingelesen und im Laptop die Positionsdaten gespeichert. Was machte schon in der Antike die Menschen so süchtig nach Gold? Die alten Ägypter, sie haben natürlich erkannt, dass es sich hier um ein Material handelt, das nahezu unvergänglich ist und das Gold auch als das Fleisch der Götter bezeichnet. Und ich glaube, dass darin die ganze Faszination liegt. Gold wurde als Schmuckmetall verwendet, aber auch im sakralen Bereich sehr stark. Und dann natürlich im höchsten sakralen Bereich, also im Bereich der Könige, die ja eine unmittelbare Beziehung nach dem damaligen Glauben zu den Göttern selbst hatten. Gold, das Symbol für die Unsterblichkeit, angehäuft in den Grabkammern der Königspyramiden als Begleitung für den Weg in die Ewigkeit. Das Tal der Könige bei Luxor. Der Totentempel der Königin Hatschepsut. 1903 wurde ihr Grab entdeckt durch den britischen Archäologen Howard Carter. Aus dem Grabmal des Prinzen von Theben, Mentemhet, wird zusammen mit den Särgen seiner Diener und Priester seine Mumie geborgen. Was für die Ewigkeit gedacht war, wird ausgeräumt und abtransportiert. Größtes, auch gesellschaftliches Ereignis war die Öffnung der Grabkammer des Tutanchamun. Gleich hinter den Kisten, in denen der Schatz abtransportiert wird, der Entdecker Sir Howard Carter. Und das hatte er in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1923 als erster nach Jahrtausenden erblickt. Eine überwältigende Szene. Gold. Gold. Gold, das nach 3300 Jahren seinen Glanz nicht verloren hatte. Zentnerweise Gold. Bestimmt für die Unvergänglichkeit des jungen Pharao. Wir wären schon mit ein paar Nuggets zufrieden, wenn wir die heute in der vergessenen Festung am Nil finden würden. Immerhin, gleich hinter der Mauerkrone stoßen Clem und Mohammed Hassan, Mitarbeiter der sudanesischen antiken Verwaltung, auf die Corpora Delicti eines alten Goldschmelzplatzes. Schlackebrocken von einem Brennofen. Wir sind auf der richtigen Fährte. Goldgräberstimmung. Mohammed Hassan glaubt an den Fund seines Lebens und hofft auf eine Sensation. Die Scherbe schimmert golden. Er ruft den Professor. Professor Clem, excuse me, sir, you can look here. It's like boat for put it gold inside or something like this. Der erkennt schnell, es sieht zwar aus wie Gold, doch es ist kein Gold. Oh, I'm afraid this is not gold. It looks very much like gold. Sondern Glimmer, ein Mineral mit sehr hoher Reflexion. Aber direkt daneben liegt der Beweis für Goldverarbeitung in altägyptischer Zeit. Goldmühlen aus dem Neuen Reich, der Zeit des Tutanchamun und Ramses des Großen. Die tiefere Mulde ist typisch für eine Wiederverwendung in meroitischer Zeit, also um Christi Geburt, der Zeit von Königin Amanishaheto. Das in den Minen gewonnene goldhaltige Gestein wurde zerkleinert und anschließend in den Mühlen staubfein zermahlen.
Dieser jahrtausendealte Reibstein aus hartem Granit lag gleich daneben. Das goldhaltige Gesteinsmehl wurde dann mit Wasser ausgewaschen. Hier wurde Gold sozusagen am Fließband verarbeitet. Sogar direkt in den Felsen ist eine Mühle eingearbeitet. Zunächst einmal musste man einen goldhaltigen Quarz, der vielleicht so einige Gramm pro Tonne Gold enthält, mehlfein aufmahlen. Und da brauchst du eben die Mühlen, die wir hier finden. Und dieses Material wird dann über Schafsfelle, die auf geneigten Tischen, die man gelegentlich hier in der Wüste auch noch finden kann, hinweggegossen mit einer Wassersuspension. Und das taube Material wird weggewaschen und das Gold bleibt in dem feinsten Vlies des Schaffells übrig und kann dann später leicht gewonnen werden. Die Methode des goldenen Vlieses, wie wir sie von den Argonauten her kennen. Fast unglaublich. Wir entdecken noch Brocken von Goldquarz. Ein entscheidender Schritt auf der Spur des sagenhaften Goldlandes des afrikanischen Dorados. Dies sind die feuerverbrannten Verkleidungssteine der Öfen, in denen die feinen Goldpartikel nach dem Auswaschen geschmolzen wurden. Hier am Ufer des Nils gab es Wasser und Brennholz. Und der stetige Wind auf der Kuppe erzeugte genug Sauerstoff für die hohen Temperaturen um 1000 Grad, die man zum Schmelzen von Gold braucht. Wo Gold in diesen Mengen bearbeitet wurde, muss es in der Umgebung auch antike Goldminen geben. Einheimische behaupten, sie gefunden zu haben. Clem ist aufgeregt. Irgendwo müssen sie ja sein, die Minen, aus denen Chamkhia beliefert wurde. Nach schwierigem Fußmarsch durch die steinige Wüste sieht er erstmal ein Loch, das jemand gebuddelt hat. Schon auf den ersten Blick erkennt der Lagerstättenkundler von goldhaltigem Quarz und altägyptischen Goldminen keine Spur. Die Enttäuschung ist groß und der Professor stinksauer. Die Angeberei hat uns einen halben Tag gekostet. Doch dann, auf dem Rückweg, stoßen wir auf etwas Unheimliches. Die Menschen hier meiden den Platz, sammeln auch nicht die sonst so begehrten Steine auf. Auch bei den Dreharbeiten kommen sie nicht näher. 200 unberührte Grabstätten. Einer meint, das sind die Gräber der Goldschürfer. Der Fluch des Goldes? Die Grabanlage ist noch unerforscht und undatiert. Wir wissen durch die Funde im Fort, dieses Tal war ein alter Goldstützpunkt, der seinen Anfang im Neuen Reich hatte, dem goldenen Zeitalter der Ägypter. Im Neuen Reich war eine gewisse Hochblüte der Goldproduktion zu verzeichnen. Das hängt mit einmal den guten Prospektionskenntnissen zusammen, zum anderen auch gewissen Fortschritten in der Bergbautechnik. Dann aber ganz besonders ist es dadurch bedingt, dass in dieser Zeit erkannt worden ist, dass in den Wadegründen die von der Erosion freigelegten goldhaltigen Quarzgesteine eben auch aufzufinden sind. Und die wurden systematisch ausgeklaubt und damit natürlich auch entsprechend die Goldproduktion steigert. Hier mündete der jetzt ausgetrocknete Fluss in den Nil. In seinem Schwemmgebiet sieht Clem plötzlich Frauen bei einer eigenartigen Beschäftigung. Sie wühlen in den Wadi-Sedimenten, den alten Flussablagerungen. In Schüsseln wird der Matsch zum Nilufer getragen und ausgespült. Goldsucher. Sie hoffen durch das Waschen Gold zu finden. Das Gold aus der Wüste, das im Flussbett hierher transportiert wurde. Goldwaschen wie vor 3000 Jahren. Die Ausbeute ist hoch. 1 bis 3 Gramm am Tag. Durch ständiges Schütteln wird das taube Material weggespült.
Das schwerere, schwarze Eisenerz, aber auch Gold setzen sich auf dem Boden der Schüssel ab. Und dann sehen wir es zum ersten Mal. Reines, jungfräuliches Gold. Und wir verstehen, welch mühsames Geschäft die Goldsuche ist. Aus solch winzigen Partikeln, milligrammweise zusammengetragen, entstanden einst die strahlenden Kleinodien der antiken Königreiche am Nil. Jene Goldschätze, die Ägyptens Macht begründeten und Stärke und Nimbus seiner gottgleichen Pharaonen. Und die Schmuckstücke der Königin Amanishaheto, Herrscherin in Nubien. Nachfahren der schwarzen Pharaonen, die von Meroe bis zum Mittelmeer vordrangen. Und die dieses Land einst von Khartoum bis Kairo beherrschten. Dessen Städte, wie die alten Griechen berichteten, aus purem Gold waren. Wir sind also hier im afrikanischen Eldorado. Ach, das ist ein Mythos. Sie denken natürlich an diese Geschichte mit Herodot und den goldenen Ketten, die man dann, an die man die Sklaven anschmiedet. Das geht gar nicht, Gold ist viel zu weich, um dafür verwendet werden zu können. Tatsache allerdings ist, dass die alten Ägypter und ganz besonders die Pharaonen nicht zuletzt mit diesem nubischen Gold, das sie hier gewonnen haben, eine enorme politische Macht, die sie wirtschaftlich, politisch und natürlich nicht zuletzt militärisch schamlos ausgenutzt haben, gezogen haben. The gold in the mountain is the way, and then the gold content increases. Das Flussgold ist besonders rein. And that is the point. And therefore, this river gold is always purer. Wie überhaupt das nubische Gold aus dem heutigen Sudan besonders hochkarätig ist. Zu gern hätte Dietrich Klemm ein wenig von dem goldhaltigen Konzentrat, um die Rückstände und die Zusammensetzung des Goldes chemisch analysieren zu können. Die Einheimischen haben es durch die Goldsuche zu einem ansehnlichen Wohlstand gebracht. Klemm bekommt einen Beutel mit dem Konzentrat geschenkt. Thank you very much. Shukran gedir. Wir verlassen die versunkene Festungsruine, den kleinen Ort Shamkhia am Nilbogen und das alte Tal der Goldschürfer. Die Minen haben wir nicht gefunden. Doch wir geben nicht auf. Wir wollen dem Wadi, dem ausgetrockneten Flussbett, in die Ostwüste hinein folgen. Wir müssen zurück über den Nil, nicht ganz einfach. Die Equipmentwagen sind schwer beladen. Mit eigener Kraft ziehen wir uns und die Landcruiser an das Ostufer des Nils. Wenn alle an einem Strick ziehen, wird auch die schwerste Last leicht. Doch wird uns Klemm wirklich zu den sagenhaften Goldbergwerken der Pharaonen führen? Einige Minen hat er schon mit dieser über 3000 Jahre alten Karte gefunden. Der sogenannte Turiner Minenpapyrus von Sethos I., dem Vater Ramses des Großen. Die älteste topografische Landkarte, die wir kennen. Ein detaillierter Wegweiser zu den Bergen, in denen das Gold gewaschen wird. Tatsächlich decken sich die alten Karawanenwege mit den Wadi-Verläufen auf einer modernen Karte. Wir werden es Sethos und dem großen Ramses nachmachen und in die nubische Wüste vordringen. Proviant fassen in Abu Hamed, dem letzten Ort vor dem großen Nichts. Frisches Fleisch wird es lange nicht mehr geben. Gute Wünsche begleiten uns auf dem Weg nach Osten. Nur wenige Expeditionen wagten und wagen sich in die Unendlichkeit und Einsamkeit der Wüste zwischen Nil und Rotem Meer. Und auch wir werden bald das altägyptische Sprichwort verstehen. Wenn ich lüge, soll man mir die Nase und die Ohren abschneiden oder mich nach Nubien schicken.
Die Bedingungen in den Bergwerken der Wüste müssen mörderisch gewesen sein. Nützt auch der Vierradantrieb nicht viel. Interessanterweise ist es immer derselbe Fahrer, der stecken bleibt. Seine Flüche und Ausreden kennen wir schon auswendig. Und so gibt es auch kein Erbarmen, als er wieder einmal ein Sandloch nicht erkannt hat. Diesmal hat die Sache ihr Gutes. Klemm erspäht auf der Anhöhe eine seltsame kegelförmige Steinsetzung. Die Reste eines Alamats, auf gut Deutsch Fahne. Mit diesen Steinzeichen markierten die alten Ägypter den Zugang zu ihren Minen. Das bedeutet, wir sind auf einem alten Weg im Wadital, auf der antiken Goldstraße. Hier entlang zogen die Bergarbeiter und Versorgungskarawanen des Pharaos. Die alten Ägypter schufen eine enorm effektive Infrastruktur, beherrschten ein präzises Landvermessungssystem, zu dem die Alamats gehörten. Sie wurden massenhaft in der Nähe von Goldvorkommen aufgestellt. Auch wenn die weiß eingezeichnete Sethos-Stele noch nicht entdeckt wurde, wir sind den Pharaonen ganz nah auf der Spur. Wir sind kurz vor dem Ziel. Aufstehen in der ersten Dämmerung. Morgens ist es erstaunlich kalt. Heute oder am nächsten Tag werden wir die antiken Goldbergwerke finden. Der Ölstand wird kontrolliert. Ein langer Wüstentag steht bevor. Das Teewasser dampft. Abbas raucht seine Wasserpfeife. Der Expeditionsleiter spendiert sich eine Dusche. Über 3 Jahrtausende sind vergangen, als seine Kollegen der Antike, die Goldprospektoren des Pharaos, die Wegweiser errichteten, deren bei den Ägyptern so beliebten bunte Tücher und Fahnen weit in die Landschaft leuchteten, von fern her sichtbar. Und dann plötzlich, inmitten dieser menschenfeindlichen Einöde und Leere, am Ende der Welt, wie uns scheint, eine verlassene Bergarbeitersiedlung, eine Geisterstadt. Englische Goldsucher haben hier vor 100 Jahren geschwitzt und geschuftet, getrieben vom Goldfieber. Die Ruinen ihrer Wohnhäuser und Magazine. Zwischen den Mauern finden wir noch einen eisernen Förderkorb, in dem das Gestein nach oben geschafft wurde. Die Engländer stellten den Bergbau hier sehr bald wieder ein, aus Wassermangel. Den Brunnen, den es in der Antike gegeben haben muss, fanden sie nicht. Jeder Tropfen musste hierher transportiert werden. Die Scherben eines zerbrochenen Wasserbehälters. Metalleimer und Mauern sind vom Winde verweht. Doch gut erhalten. Die Whiskyfässer leider nicht. Und so kam der englische Whisky in die nubische Wüste. 1882 hatte England Ägypten besetzt. 17 Jahre später den Sudan. Von Kairo nach Khartoum wurde eine Eisenbahn mitten durch die Wüste gebaut. Zum Transport von Gütern und Militär. Das britische Kamelkorps im Sudan.
Eigentlich sollen sie die unzugänglichen, wasserlosen Wüstenregionen sichern. Doch manchmal wollen die Reittiere nicht so wie die einheimischen Kavalleristen. Militärische Ordnung gegen die schon zu Pharaos Zeiten aufsässigen Beduinenstämme der Ostwüste. Und zum Schutz der englischen Goldschürfer in Nubien. 15 Gesellschaften erhielten nach der Eroberung des Sudan eine Konzession. Als die Bilder laufen lernten, wurden die goldhaltigen Sedimente wie noch heute am Nil in den Wadi-Gründen aus dem Matsch gewaschen. Mit einer Pinzette wird nach den Nuggets gefischt. Ein paar winzige Splitter, mühselig zusammengetragen. Das Objekt der Begierde, einst und jetzt. Gold. 10.000 Tonnen soll griechischen Überlieferungen zufolge bis zur Zeit Ramses des Großen die Gesamtproduktion an Gold im alten Ägypten betragen haben. Das entspräche einem heutigen Weltmarktpreis von rund 100 Milliarden Dollar. Eine schöne Geschichte, die den Mythos vom sagenhaften Reichtum Nubiens bekräftigt. Während Clem noch die schwierige Arbeit der Goldschürfer erklärt, wollen wir es jetzt genau wissen. Lagen hier auch die legendären Minen der Pharaonen des Goldlandes? Werden wir hier am Berg des Sternchens Gold finden? Der Eingang zu einem Stollen. Eine hell schimmernde Quarzader. Wir sind am Ziel. Die Engländer haben das Mundloch zum Bergwerk vergrößert. Doch Clem findet die Abschläge der alten Ägypter. Beweis für den Abbau in antiker Zeit. Clem dringt in den Stollen ein. Der Tunnel folgt der Goldader. Was wir hier machen, ist nicht ungefährlich. Doch wir wollen noch den letzten Beweis. Das Gold der Pharaonen. Unter der Lupe lassen sich die Spuren von Gold erkennen. Kleiner als ein Stecknadelkopf. Doch diese Probe reicht im Laboratorium des Geologischen Instituts der Universität München. Das Goldpartikelchen stark vergrößert. Clem und sein Assistent Andreas Mohr suchen eine Partie aus, die mit der Elektronenstrahlmikrosonde chemisch analysiert werden soll. Durch diese zerstörungsfreie Methode kann die charakteristische Zusammensetzung jedes einzelnen Goldvorkommens bestimmt werden. Die Suche nach dem Fingerabdruck des Goldes. Durch den Vergleich des Fingerabdrucks des Goldes einer Maske zum Beispiel mit dem verschiedener Minen können die Wissenschaftler die Herkunft des Goldes ermitteln. Und durch diese Analyse können auch Fälschungen entlarvt werden. Goldene Grabmaske der ägyptischen Königin Sacehuti Satibu aus dem 16. Jahrhundert vor Christus, zu Beginn des neuen Reiches. Die Neuerwerbung soll von Clem beurteilt werden. Ob die Vergoldung, die so fantastisch erhalten ist, wirklich vollständig antik ist oder ob da modern nachgebessert wurde. Lässt sich das zerstörungsfrei feststellen?
Ja, das lässt sich feststellen. Das Beste wäre natürlich, wir bekommen eine kleine Probe von Ihnen. Können Sie sofort vergessen. Ja, nachdem das also ausgeschlossen ist, müssen wir mit ziemlich aufwendigen Methoden drangehen. In diesem Fall würde ich hier für München die Elektronenstrahlmikrosonde vorschlagen, mit der man zum Beispiel die verschiedenen Haupt- und Spurenelemente dieser Goldlegierungen analysieren kann und dann sehr schön nachweisen kann, ob es altes oder modernes Gold ist. Die Analyse ergab, das Gold ist original antik, die Dame ist echt. Per Satellitenfoto kehren wir zurück zum Berg des Sternchens. Auf dem Monitor werden die verschiedenen Gesteinstypen farbig sichtbar gemacht und damit die geologischen Strukturen. Komplizierteste Methoden, Computer, Hightech und Weltraumsatelliten werden bemüht, um herauszubekommen, was die alten Ägypter schon wussten. Der Goldquarzgang am Berg des Sternchens ist jedenfalls mit bloßem Auge zu erkennen. Das Phänomen ist, dass in den letzten Jahrzehnten hier von außerordentlich wohltrainierten russischen Teams zusammen mit sudanesischen Geologen eine intensive Goldprospektion durchgeführt worden ist. Und immer wenn die was gefunden haben, waren die Alten schon da. Und das bei 300 Minen, die Klemm untersucht hat. Auch dort, wo die Goldberge nicht so leicht zu erkennen waren. Und umgekehrt, dort, wo die Geologen nichts fanden, hatten die alten Ägypter gar nicht erst gesucht. Sie müssen Naturkenntnisse, ein Wissen gehabt haben, an das wir uns heute per Hightech nur mühsam herantasten. Diese Goldmühlen stammen aus der Zeit des Neuen Reichs. Das herausgeschlagene Goldquarz wurde hier gleich weiterverarbeitet, vor dem wochenlangen Transport zum Nil und weiter in die Schatzkammern des Königs. Wir befinden uns tatsächlich mitten in einer der legendären Goldschürfersiedlungen der Pharaonen. Diese gottverlassene, karge Einöde ist die Quelle von Reichtum und Ruhm der Herrscher im Neuen Reich. Der Goldberg ist 2000 Jahre später weiter ausgebeutet worden, von den Arabern. Typisch sind diese Rundmühlen, eine Innovation der Römer. Das Quarz wird 5-mal schneller zerkleinert als durch die Reibmühle. Eine Technik, die noch heute im Niltal zum Mehlmahlen verwendet wird. Die Unterteile der Mühlen liegen da wie gestern verlassen. Dahinter eine kleine verfallene Moschee der arabischen Bergleute. Aber auch sie beuteten nur Vorkommen aus, die die Prospektoren der Pharaonen längst entdeckt hatten. Die ägyptischen Goldprospektoren waren ja sehr erfolgreich. Haben wir eigentlich ein bisschen verloren? Auf jeden Fall, Frau Greichen. Wir haben nämlich die Beobachtung machen können, dass sie enorme Kenntnisse hatten in Tektonik, in Erkennen der verschiedenen Gesteinsformationen, möglicherweise von verschiedenen Pflanzen, die charakteristisch für die Anwesenheit von Lagerstätten sind. Wir müssen das heute alles kompensieren mit raffiniertesten Methoden der Geochemie und der Geophysik, um überhaupt in die Nähe zu kommen dessen, was sie damals schon gefunden haben. So sehr man das Auffinden der Goldlagerstätten von der geologisch-lagerstättenkundlichen Sicht her den damaligen Wissensstand bewundern muss, so sehr muss man aber auch die ganze logistische Organisation bewundern. Denn es waren hier zum Teil Hunderte von Menschen, die versorgt werden müssten in einer wasserarmen Wüste. Das alles zu organisieren, ist eine ganz enorme Logistik. Aber die alten Ägypter sind ja bekannt für logistische Fähigkeiten. Denken Sie allein an den Pyramidenbau, wo also ähnliche Organisationsstrukturen durchgeführt werden mussten. Das Goldland der Pharaonen haben wir gefunden. Keine goldenen Städte, aber ihre Minen und Bergwerke in der nubischen Wüste, im heutigen Sudan. Und die Tributszene aus der Grabkammer des königlichen Kämmerers Hui lässt darauf schließen, dass auch das Gold des Tutanchamun aus Nubien angeliefert wurde. Denn Hui war unter Tutanchamun Vizekönig in Nubien. Woher nun genau, aus welcher Mine das Gold des jungen Pharao, der meroitischen Königin oder der ägyptischen Herrscherin stammt, für die Wissenschaftler mag die präzise Zuordnung wichtig sein. Wir sind auf eine rätselhafte Weise
seit Jahrtausenden dem Metall verfallen, das Unvergänglichkeit verheißt, dem mythischen Glanz des Goldes, seiner magischen Verführungskraft, seinem geheimnisvollen Schimmer, dem Stoff, der uns mit der Ewigkeit verbindet, dem Fleisch der Götter.